Ein Knochentumor ist primär ein im Knochen entstandener Tumor. Hier gibt es auch verschiedene Ursprungsgeweben. Er kann vom Knorpel innerhalb des Knochens ausgehen oder auch von Blutgefäßen im Knochen, von der Knochenhaut. Und entsprechend ist dann die Namensgebung unterschiedlich, aber er entsteht primär direkt im Knochen. Man unterscheidet hier auch gutartige Geschehen von bösartigen. Die bösartigen heißen immer Sarkome, also Knochensarkome. Beispiele für einen gutartigen Knochentumor sind zum Beispiel das Enchondrom oder das nicht ossifizierende Fibrom oder zum Beispiel eine Exostose.